Demon's Star am Start für euch, und dann seht schon einen Titel, der reingeflutscht kommt. Es geht um den ME3 Blackout Day, der gestern war. Und erstmal lieben Dank an den XX Apollo XX, der mir dieses Dropzone Gameplay auf Underground spendiert hat. Er spielt mit der MK14. Perks kann ich euch jetzt halt nicht sagen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es noch eine Moab, das kann ich schon mal versichern. Und ja, zurück zum Thema. Ja, der MW3 Blackout Day war groß angekündigt für den 20.04. Keiner sollte MW3 spielen, den das Spiel aufregt. Der will, dass es gepatcht wird, etc. Und was ist passiert? Ich schaue gestern meine Freundesliste und natürlich die Leute, die sich am meisten über dieses Scheißspiel aufregen, spielen's. Leute, warum spielt das Spiel an einem Tag, wo keiner das Spiel spielen sollte? Um den Leuten, die das Spiel programmiert haben, mal zu zeigen, ey, hier läuft was falsch. Wer es nicht weiß, der Blackout Day war dazu da, um den Leuten zu zeigen, wir wollen ein gescheites Spawn-System, wir wollen keine Lag-Compensation, wir wollen, dass einige Waffen gepatcht werden, weil sie einfach total overpowered sind, wir wollen besseres Matchmaking. Und darum sollten halt die Leute nicht MW3 spielen am 20.04. den ganzen Tag lang. Und was macht natürlich Activision Blizzard? Klar, sie bringen Double XP Weekend für euch. Und was machen die lieben Leute, die sich am meisten darüber aufregen, dass das Spiel so scheiße ist? Klar, sie spielen es trotzdem. Jetzt frage ich mich, wenn ihr euch darüber aufregt, dass das Spiel so scheiße ist, warum spielt ihr es dann, wenn es Double XP gibt? Wenn ich ein Spiel nicht mag, dann spiele ich es relativ selten. Ich mag MW3 auch nicht sonderlich. Ich spiele es auch nur sehr selten. Entweder wenn ich irgendwie mal Lust drauf habe, keine Ahnung, irgendwie mit Kumpels was machen will, oder wenn ich wirklich mal richtig suchten will und dann mich drüber aufregen will, weil das Spiel ist total verbuggt. Es ist leider so, das Spiel hat mehr als genug Macken, aber ich verstehe nicht, wenn ihr euch schon drüber aufregt und ihr wusstet, dass MW3 Blackout Day ist und auch mitmachen wolltet, warum spielt ihr dann trotzdem bloß, weil es Double XP gibt? Das ist irgendwie der Widerspruch in sich, finde ich. Also entweder ich spiele das Spiel nicht an dem Tag oder ich spiele trotzdem, dann kann ich aber auch nicht über die Fehler meckern, die es hat. Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Ich habe mich dann auch heute mit einem Kumpel von mir unterhalten, der meinte halt, ja, ich alleine kann halt nichts dran ändern, dass das Spiel so ist. Das stimmt. Die werden jetzt auch nichts mehr patchen, ganz einfach, weil sie ihre Millionen damit gescheffelt haben mit dem Spiel. Ganz einfach, weil sie es in Scheißdreck interessiert, was die Community will, weil es noch nicht mitgekriegt hat. Also, es juckt Activision Blizzard wirklich ein Scheiß mittlerweile, was die Community will. So kommt es dann zumindest vor. Und klar wird nichts mehr gepatcht jetzt. Aber man kann so wenigstens ein Zeichen setzen, dass hier irgendwas schiefgelaufen ist bei dem Spiel. Vielleicht raffen sie es auch dann beim nächsten COD, dass sie sowas nicht nochmal abziehen können. Dass sie vielleicht die Fehler, die die Community bewegen, gleich ausmerzen. Weil man dann die Einstellung hat, ich kann doch alleine eh nichts bewegen. Ja, dann tut's mir leid, Leute. Das haben viele bei den ACTA-Demos auch gedacht. Und wo sind wir jetzt? ACTA wird wahrscheinlich nicht unterschrieben. Denn das EU-Parlament hat gemerkt, dass sich das Volk dagegen wehrt. Und genauso hätte sie auch sein können. Klar, es hätte nicht viel gebracht, wenn jetzt, keine Ahnung, 100.000 Leute da mal nicht spielen an einem Tag. Aber Activision hätte dadurch auf jeden Fall mal gesehen, dass sie es nicht so mit uns machen können. Und was macht ihr? Nur weil Activision mit den Finger schnippt und euch mal WXP von Wochenende spendiert, weil sie nicht blöd sind, rennt ihr natürlich wie die Lemminge auf den Abgrund zu, immer Activision hinterher. Und am Ende, in der Woche, heute wieder alle rum, oh, MW3 ist so scheiße, oh, die Spawns sind so verkackt. Leute, ganz ehrlich, bei mir stoßt damit jetzt auf taube Ohren. Denn wenn ihr euch drüber aufregt, dann spielt das Scheißspiel nicht. Ich reg mich drüber auf und hab's dieses Wochenende oder werde dieses Wochenende wahrscheinlich nicht spielen. Ich habe mir dann lieber MW2 hinter die Binde. Oder Black Ops irgendwie. Aber MW3 bleibt für mich dieses Wochenende komplett tabu, weil es mir einfach sinnlos ist. Und ich einfach bei meiner Meinung bleibe, das Spiel ist total verbuggt. Also nicht direkt verbuggt, aber das Spiel gehört auf alle Fälle mal ordentlich gepatcht. Und ja, ich stehe halt dazu und dann bin ich nicht so sprunghaft und so eine kleine Pussy und springe halt hin und her, wie es mir gerade passt. Und gerade jetzt, weil Activision Blizzard mal so ein WXP Weekend raushaut, dann spiele ich auf jeden Fall doch MW3, weil ich halt zu meiner Meinung nicht stehen kann. Ganz ehrlich, Leute, ich finde es irgendwie schon ein bisschen arm, sich erst über das Spiel aufzuregen und das dann doch trotzdem zu spielen. Also entweder ihr regt euch nicht drüber auf und spielt's, oder ihr regt euch drüber auf und spielt's nicht. Ganz ehrlich. Ich sehe es ja ein, wenn ihr es mal irgendwie zwischendurch mal spielt, aber ganz ehrlich, das Spiel, das nützt nichts mehr. Das Ding ist durch, MW3 ist versaut. Die Spawns, die bleiben so.
aber wenigstens mal so ein Zeichen zu setzen an Blizzard und Activision. Hey Leute, bei uns kann das vielleicht doch nicht so machen, wie ihr denkt. Nicht mal das kriegt ihr irgendwie gebacken. Also MarcyXD hat ja schon in seinem Commentary gesagt, was wird's bringen? Es wird nichts bringen. Ganz einfach, weil genug dumme Leute, ja tut mir leid, ich muss jetzt wirklich sagen, dumme Leute, nur wegen den WXP-Weekend trotzdem gespielt haben. Und Activision Blizzard sich jetzt trotzdem die Hände reiben und sich denken, ihr seid so blöd. Erst kündigt es groß an, dass eure Community zusammenhalten soll und dann spielen trotzdem die meisten MW3. Langsam verstehe ich auch, warum die Community so mittlerweile vor die Hunde geht, kann man schon fast sagen. Nicht nur hier in Deutschland, nur allgemein. Denn wenn man so sieht, dass hier die Leute erst große Ankündigungen rauspussern und dann bei Activision Blizzard mal wieder einen Marketingstreich heraushaut, trotzdem spielen. Also, ihr braucht euch echt nicht mal zu wundern, wenn es mit euch gemacht wird. Klar, Battlefield 3 wurde auch gepatcht. Einige wird es vielleicht nicht so gefallen, jetzt die Patches sind. Mich jetzt auch ein bisschen, dass die Waffen zum Beispiel so extrem jetzt verziehen. Aber ich lebe halt damit. Und muss sagen, EA macht wenigstens was. Sie gehen wenigstens auf die Bedürfnisse der Community ein. Es wurde gesagt, dass die USAS 12 so extrem overpowered ist. Was passiert? USAS 12 wurde runtergepatcht. Das, was wir verlangt haben. Demnächst wird es vielleicht passieren, wenn es jetzt weiter so geht, dass die Suppression so extrem overpowered ist, dass die Suppression wieder runter gepatcht wird. Wenn wir jetzt feststellen, dass die Waffen zu sehr verziehen, vielleicht werden dann die Waffen-Attachments wieder so angepasst, dass sie nicht mehr so verziehen beim Schießen. Aber hier passiert wenigstens was und es wird wenigstens auf die Community eingegangen. Das ist das, was bei Activision Blizzard so vermisst wird. Wir schreien schon seit Monaten rum, die Spawns sind total verkackt. Was macht Activision Blizzard? Nix. Wir schreien seit Monaten rum, Leute, patch mal die FMG 9er Kimberone, das ist total Biest. Was macht Activision Blizzard? Nix. Ganz einfach, sie haben ihr Geld eingenommen durch die dummen, wirklich, tut mir leid, Leute, dummen PS3 Elite-Leute. Denn Elite auf PS3 bringt einfach nix. Auf Xbox sehe ich es noch ein, aber auf PS3 ist einfach sinnlos. Und ja, gerade mit so einer Aktion hättet ihr vielleicht mal ein bisschen was bewegen können, aber ich denke mal, der Zug ist jetzt abgefahren. Activision Blizzard wird sich auch wahrscheinlich bei Black Ops 2 wieder in die Hände reiben, wenn sie so ein schönes Noob-Spiel hintrettern. Und wir können nichts dagegen machen. Weil der Zusammenhalt unter uns ist ja relativ gering, wie man sieht. Da braucht bloß mal so ein WXP-Weekend kommen und alle, die beim Blackout Day mitmachen wollten, lassen uns wieder fallen, scheißen auf ihre Meinung. So Leute, aber das ist auch nicht gerade so. Der Bringer wird euch in eurem Leben auch wahrscheinlich nicht weiterbringen. Also, ohne Mist, jetzt besteht mal zu eurer Meinung. Entweder ihr findet das Spiel scheiße und das sein und spielt es noch selten. Oder ihr findet das Spiel gut und zockt halt wie blöde. Mir soll es egal sein, das ist meine Meinung. Wenn ihr mich jetzt dafür hatet oder flamed, ist mir auch relativ egal, ganz ehrlich. Denn als ich gestern meine Freunde geguckt habe, haben wirklich bloß mal wenig Leute MW3 nicht gespielt. Und ich bin eigentlich von denen enttäuscht, die vorher groß rumpussern und haben, ja, ich spiele es auch nicht den Tag, wir spielen was anderes. Und dann nur wegen diesem scheiß WXP trotzdem gespielt haben. Ja, das war's. Das Gameplay geht aus mit einem 30:1. Danke nochmal an den X-Alpolo XX für diese Moab. Und das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.